120 Minuten, Elfmeterschießen, ganz bitter verloren. Ja, in der Tat. Ne? Ich denke, Laudern kann sich überhaupt nicht beschweren, wenn wir das Ding hier nach 120 Minuten klar machen. Wir hatten gerade zweite Halbzeit eine Verlängerung. Ist mir jetzt so im Kopf, ist so direkt nach dem Spiel. Noch zwei richtig dicke Dinge. Ja, wie es halt so ist, Elfmeterschießen ist dann auch ein bisschen weit Glückssache halt. Ne? Haben wir einen neben das Tor gesetzt, Laudern hat alle weggemacht. Und ja, so kommt halt heute leider Gottes die Mannschaft weiter, die es in meinen Augen eher weniger verdient hat. Ja, ich glaube, die Zuschauer, die über 20.000, die hier im Stadion waren, haben das auch genau gesehen. Also Standing Ovation ja für euch hier zum Abschied. Und viele dicke Riesen und ein Fußballspiel, das zumindest Lust auf mehr gemacht hat, auch wenn wir heute mit leeren Händen dastehen. Ja, definitiv. Ne? Wir haben, denke ich, genau das umgesetzt, was der Trainer von uns verlangt hat, was die Vorgaben waren. Laudern hat genau so gespielt, wie wir es erwartet haben. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir waren hier heute die, ja, klar bessere Mannschaft in meinen Augen, hatten eine Vielzahl an großen, an dicken Chancen, aber gut, wie es halt so oft dann so ist, wenn du die Dinge nicht wegmachst, dann wirst du im Endeffekt dafür bestraft und heute war es leider Gottes so, dass wir im Elfmeterschießen dafür bestraft wurden und ja, nichtsdestotrotz können wir, denke ich, extrem viel aus der Partie mitnehmen. Wir haben einen ambitionierten Zweitligisten, der, denke ich, die Saison auf jeden Fall um den Aufstieg spielen wird, mehr als Paroli geboten und ja, müssen einfach das Positive daraus ziehen und jetzt erstmal schnell regenerieren für Samstag und dann hoffe ich, dass wir eine ähnliche Partie auf den Platz kommen, nur mit einem anderen Ergebnis natürlich. Danke, Matze. Ach, Tobi, Riesenspiel gemacht und trotzdem am Ende mit leeren Händen dastehen, ist scheiße, oder? Ja, schon enttäuschend. Ich denke, wir haben Lautern hier gar nichts zu melden gehabt. Wir waren klar besser, aber wenn man die Tore nicht macht, dann gewinnt man so ein Spiel halt nicht und über 90 hätten wir, glaube ich, den Punkt gut mitgenommen, aber hier geht es halt ins Elfmeterschießen und da steht halt 50-50. Und man hat auch gesehen, alle Lautra Spieler kommen hier rein mit dicken Backen und sagen, oh Mann, haben wir Schwein gehabt, am Arsch habe ich hier gehört. Ne? Also die haben richtig, auch freuen sich richtig über dieses glückliche Weiterkommen. Ja, Schwein, ich weiß gar nicht, wie die aufsteigen wollen. Also für mich unbegreiflich, die haben mir wirklich gar nichts gezeigt. Und umso ärgerlicher eigentlich für uns, dass wir das einfach nicht belohnt haben. Weil ich denke, wir haben einen riesen Kampf hingelegt, super Kulisse. Aber am Ende interessiert das alles keinen. Nächste Woche ist wieder Alltag und dann müssen wir wieder punkten. Und auch an diesem Alltag wäre doch schön, wenn dann wieder 20.000 hier den Weg ins Ostseestadion finden, oder? Ja, gegen Fortuna 20.000 gibt es, glaube ich, nicht so oft in der Liga. Und klar, wir würden uns darüber freuen, wenn die Leute wiederkommen. Gut, dann sagen wir mal 20.000 kommen und ihr gewinnt. Alles klar, das können wir, kann ich mitleben. Shadow, gibt es irgendwas, was dich heute noch trösten kann? Oh, meine Kinder vielleicht, also wenn ich jetzt daheim bin. Ich hoffe, dass sie nicht noch draufhauen, sondern mich wirklich vielleicht ein bisschen ablenken. Also ist ja wirklich eine ganz fiese Nummer hier. Wir sind eigentlich über 120 Minuten drückend überlegen, haben die dickeren Chancen und dann nach so einem bitteren Elfmeterschießen ausscheiden. Also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, das ist es ja, ne? Wir haben echt alles gegeben, haben super gespielt, hatten die besseren Chancen und am Ende kommen die anderen weiter. Das Fußball ist ärgerlich. Noch ärgerlicher, dass ich das Ding dann vergeben habe. Tut mir auch leid an der Stelle, aber wie gesagt, es muss immer weitergehen irgendwie. Ich denke, es wird auch weitergehen und diesen verschossenen Elfer, den wird dir hier keiner nachtragen. Das wirst du überstehen, wirst gegen Fortuna Köln dann vielleicht auch wieder einen Einsatz kriegen und treffen. Wie geht es überhaupt dem Bauch? Reicht das schon noch für mehr als 10, 20 Minuten oder zwickt es noch ein bisschen? Naja, wenn es noch gezwickt hat, dann wäre ich heute nicht dabei gewesen. Ich fühle mich gut und so ein Riesenlob an die Physioabteilung machen. Die haben echt alles gegeben und immer noch. Und auch an die Fernsehzeuge, das war echt überragend und sowas tröstet mich dann schon, wenn die mir da nochmal den Rücken stärken. Ich versuche es wieder zurückzugeben und wie gesagt, es geht weiter. Cello, Kopf nicht hängen lassen, das wird dir gelingen, danke. Vielen Dank. Ja, unfassbares Spiel, Riesenchancen, Riesenkulisse und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Es ist doch einfach nur zum Kotzen. Ja, es ist unfassbar, dass du dieses Spiel nicht gewinnst. Ich glaube, dass wir ganz klar die bessere Mannschaft waren über die 120 Minuten. Wir hatten die besseren Chancen. Ich glaube, Kaiserslautern hatte eine oder hat zweimal aufs Tor geschossen. Und, aber wir haben das Tor nicht gemacht und so ist es dann. Dann geht es ins Elfmeterschießen und da gehört auch eine Menge Glück dazu und das war nicht auf unserer Seite. Und Elfmeterschießen ja immer hochemotional sozusagen für alle Seiten. Cello eben untröstlich unten und hat eigentlich noch mit einem weinenden Auge sogar gesagt, er entschuldigt sich bei allen Fans. Also den Mann muss man erstmal wieder aufrichten.
Ja, er braucht sich nicht entschuldigen, weil das haben wir vor dem Elfmeterschießen auch gesagt. Alle Elfmeterschützen haben unser Vertrauen. Ich weiß selber, wie groß die Nervenbelastung ist, wenn du dich da hinstellst nach so einem Spiel, wenn du kaputt bist. Und deshalb gibt es überhaupt gar keinen Vorwurf. Klar ist natürlich, wir müssen ihn jetzt aufrichten, aber ich gehe davon aus, dass wir das bis Fortuna Köln am nächsten Samstag wieder hinkriegen. Fortuna Köln, Stichwort, sind ja noch 6 Tage jetzt bis dahin. Nun sind wir hier 120 Minuten Vollgas gegangen. Kriegt man das überhaupt aus den Knochen raus? Ja, ich glaube schon, die Jungs sind gut im Saft. Das war jetzt natürlich eine Mörderarbeit heute Abend, aber wir werden in der Woche jetzt ein bisschen dosiert machen und wir werden sie schon wieder hinkriegen, dass sie spritzig sind, wenn es dann drauf ankommt. Gut, und wir haben uns unten schon geeinigt, 20.000 kommen wieder ins Stadion und dann hauen wir Fortuna Köln weg. Ja, ich glaube, dass heute jeder... Jeder Rostocker stolz sein kann, der heute hier war. Es war ein gutes Spiel, es war eine überragende Stimmung. Ich glaube, das hat sich, das war ein Geben und Nehmen. Das war wirklich überragend. Und ich würde mich freuen, wenn die hier waren, wenn die am Samstag wiederkommen. Herr Baumann, vielen Dank.